Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Nachgefragt. Nachgefragt unter der Sendereihe von Hermann Kommt. Heute zum Thema Kultur in der Stadt Wittlich. Dazu habe ich mir eingeladen als Gast heute den Herrn Dr. Kalleen. Er ist Kulturamtsleiter und wird uns ein bisschen was über seine Arbeit hier im Kulturamt erzählen. Ja, die meisten von Ihnen, denke ich, kennen ihn. Sie haben ihn vielleicht schon mal kennengelernt, wenn Sie die Gelegenheit genutzt haben und sind mal in das Georg-Meistermann-Museum gekommen oder Sie haben ihn auf irgendeiner Veranstaltung hier in Wittlich schon mal persönlich kennengelernt. Für die, die ihn noch nicht kennen, wie gesagt, möchten wir ihn vorstellen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Kalleen, hier bei uns in der Sendung. Ja, vielen Dank. Freue mich sehr, Herr Haller. Dankeschön. Herr Dr. Kalleen, Sie sind Kulturamtsleiter. Ist das korrekt? Das ist korrekt. Dazu gehört noch die Leitung der Synagoge, der Kultur- und Tagungsstätte Synagoge, das Georg-Meistermann-Museum und noch etliche hundert verschiedene Arbeitsfelder, die gleichzeitig im Zuge des Kulturamtes zu betreuen sind. Kommen wir gleich mal darauf, im Einzelnen zu sprechen. Sprechen wir zuerst mal über die Person, Dr. Kalleen. Sie haben auch einen etwas ausgefallenen Vornamen, der eigentlich normalerweise zu dem Namen dazugehört. Ne? Das ist wie? Ja, Justinus Maria Johannes Daniel. Ich begnüge mich aber gerne mit meinen zwei Vornamen, Justinus Maria. Maria deswegen, weil ich aus Köln komme. Und als Rheinländer hat man eine sehr gute Beziehung zu dem Namen Maria, als katholischer Rheinländer. Ja, das ist ein guter Übergang zu meiner ersten Frage jetzt. Wo kommen Sie her? Wie kommen Sie nach Wittlich? Wie wird man Kulturamtsleiter? Aber fangen wir mal vorne an. Wo sind Ihre Wurzeln? Ja, also die Wurzeln sind in Köln. Kommen aus einer Familie, die sich sehr intensiv schon über Generationen mit Kunst, Kultur, Philosophie, Psychoanalyse beschäftigt hat. Also Fragen der Kultur. Dann haben wir auch noch einen wunderbaren Außenseiter oder Reißerflügel. Das ist eben auch der wirtschaftliche Bereich, der bei uns in der Familie vertreten ist. Und in dieser Gemengenlage von eben dem Geistigen aus der Philosophie und Psychoanalyse, dem sehr praktischen und soliden und auch im besten Sinn auch handwerklich bodenständigen, eben die bildende Kunst und dann gleichzeitig, dass auch alles in einer Beziehung zur Wirtschaftlichkeit steht, auch noch diesen wirtschaftlichen Bereich. Und das hat so in meiner Entwicklung doch enorme Prägungen bei mir ausgelöst. Und ich habe in den ersten Anfängen eigentlich Koch werden wollen, dann Konditor, wobei Koch etwas sehr Malerisches ist, Konditor etwas sehr Bildhauerisches. Und bei uns in der Familie gibt es eben nicht nur Maler und Bildhauer, sondern auch andere Künstler. Gut, und danach hat sich dann die große Entdeckung mit der Fotografie und habe auch lange darin gearbeitet und wollte auch immer nur Fotograf werden und bleiben. Habe dann bloß mit der Zeit festgestellt, es gibt noch so viele andere Dinge, die mich interessieren. Habe dann mit dem Studium begonnen und gleichzeitig als Journalist gearbeitet, das eben für den Printmedienbereich über 12 Jahre. Dann mit dem Abschluss des Studiums hatte ich das Vergnügen, nicht nur in der Zeitung arbeiten zu dürfen, sondern das wunderbare Angebot zu bekommen, zur Diözese Rottenburg-Stuttgart eingeladen zu werden, um dort das große Referat für das ganze Bundesland Baden-Württemberg übernehmen zu dürfen, für die Frage der Kunst, Kultur und Literatur. Habe da auch 5,5 Jahre lang gearbeitet, konnte da sehr viel für den sogenannten Dialog von Kunst, Kirche und Gesellschaft und Kultur was bewirken und bekam halt über all die Jahre die Aktivitäten hier von Wittlich mit dem Georg-Meistermann-Museum, mit dem Herrn Hagedorn, der nun hier Fulminantes geleistet hat, aufbauend wiederum auf den Matthias Mees, der nun hier im Kulturbereich Einzigartiges für die Stadt aufgebaut hat. Und eigentlich bewegen wir uns ja alle in der Tradition von dem Matthias Mees. Sie, wie Sie das so geschildert haben, kann man sagen, es war so ein schleichender Prozess vom Koch in die Kunst? Oder gab es irgendwie ein besonderes Schlüsselerlebnis, wo man sagen kann, das war jetzt der Moment, wo Sie gesagt haben, jetzt weiß ich, wohin die Reise geht? Oder war es, wie gesagt, so ein sukzessiver, schleichender Prozess? Im Grunde genommen war es das Zweite, also ein schleichender Prozess, weil man doch auf diesem Weg, also nicht das Ziel ist ja das Entscheidende, sondern der Weg. Und wenn man den ordentlich beschreitet, entdeckt man ja nicht nur viele Seitenwege oder Abwege, sondern einfach neue Wege, die einen herausfordern. Und so kann ich eigentlich eher über eine Vielzahl von Aktivitäten berichten, mit denen ich zu tun hatte. Und es hat sich dann immer mehr, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, von dem Praktischen, was ja mit Kochen und Bäckerei und Fotografie zu tun hat, immer stärker auch in eine sogenannte reflektorische, also reflektierende Ebene hineinbewegt. Und heute kann ich einfach für mich
feststellen, dass der Berufsweg eigentlich eine schöne Parallele aufgebaut hat, sowohl das Praktische mit der Kulturarbeit als auch darüber nachdenken, warum ist denn Kultur wichtig und warum müssen wir uns dafür einsetzen. Seit wie vielen Jahren sind Sie jetzt hier in Wittlich? Ich bin ein sogenanntes Wittlicher Millenniumskind. Das heißt, 1.1.2000 bin ich hier nach Wittlich gekommen und das sind jetzt ja 5,5 Jahre. Wie kamen Sie nach Wittlich? Waren die Stelle ausgeschrieben oder gab es private Kontakte? Also es gab vorher intensive Kontakte mit der Stadt Wittlich. Die Stellenausschreibung war öffentlich und da gab es eben ein großes Auswahlverfahren hier, wo eben viele Leute sich auch beworben hatte. Und soweit ich mich entsinne, waren es auch über 200. Also weil ich das, oh, das ist ja eine Menge. Ja, da haben Sie das Rennen gemacht. Ja, ja, ja. Und was zeichnet Sie denn besonders aus, dass Sie aus 200, also das müssen Sie uns jetzt mal erzählen. Ja, ich kann mich einfach noch gut daran erinnern, als es um das Bewerbungsgespräch ging. Ja. Das war im großen Sitzungssaal im alten Rathaus, also gleich im Meistermann-Museum. Und da war für mich eine etwas unerwartete Situation. Da war also der ganze Flügel, wo der Stadtrat normalerweise tagt, besetzt mit Personen. Ich habe zu dieser Bewerbungszeit also über 40 Leute gezählt, die also da saßen und einfach guckten. Jemand gekannt da aus dem? Ja, das war jetzt nur der damalige Bürgermeister Hagedorn. Nee, ich meine aus dem Kreis der Bewerber. Ah, nee, Sie meinten jetzt, da hätten also 40 Leute im Kreis gesessen. Ja, das war aber von der Stadt Wittlich, die die Auswahl vorgenommen haben. Ach so, das Auswahlgremium. Das war das Auswahlgremium. Ach so, ja. Und ich dachte, vor der Tür hätten 40 Bewerber gewartet und dann wärst du wie beim Arzt gewesen. Der Nächste bitte und... Nee, so war es also nicht. Nee, so war es nicht. Also, und gut. Es waren 4 Kolleginnen vor der Tür und man hat sich unterhalten. Aber in dem Raum selbst waren, also weil ich die Zahl in Erinnerung habe, eben 40 Personen, auch vielleicht mehr, von Seiten der Stadt Wittlich, das heißt alle Parteien, der Kulturausschuss und dann noch, so weil ich das eben weiß, auch der Personalrat der Stadt Wittlich. Und die haben sich halt das Gespräch angeschaut. Es war ein sehr intensives Gespräch, ein sehr langes Gespräch. Und normalerweise ist ja eher üblich, wenn man sich irgendwo bewirbt, dass man Gespräche hat mit 2, 3, 4, 5 Personen. Und das fand ich schon eine ganz beachtliche Zahl, ja. Ja. Und das hat auch natürlich eine gewisse Herausforderung mit sich gebracht, weil man mit unterschiedlichen Fragen zu tun hatte. Die wurden auch gestellt. Aber ich habe das als eine durchaus vergnügliche Angelegenheit empfunden, weil es ist ja auch ein Reiz, mit neuen Situationen konfrontiert zu werden. Wissen Sie noch, was Sie damals anhatten? Ja, heute ist es ja sehr heiß, nicht? Und deswegen habe ich heute... So ist ja angepasst jetzt. Wir machen ja hier eine ganz lockere Sendung, ne? Ja. Also, ne, von daher... Also damals war ich mit Schlips und Kragen natürlich da und es war nicht so heiß. Und ich hatte damals halt einen Anzug an. Mhm. Ob ich eine Fliege anhatte oder einen Schlips, das weiß ich nicht mehr genau. Ansonsten, also Sie tragen beides zu gewissen Anlässen? Zu gewissen Anlässen bevorzugt die Fliege, weil die Fliege einfach vom Wesen her, Papillon, sagen die Franzosen, ein heiteres Wesen ist, was eben mit Farbe den Raum und das Hemd beflügelt und ein beflügelndes Wesen ist mir sympathisch als so ein strenger Schlips, der einfach nur senkrecht nach unten fällt. Wir kommen immer weiter vom Thema weg, von daher kann man auch direkt die Frage stellen, wie viele Fliegen haben Sie denn? Oh, da habe ich schon eine ganz gute Kollektion, weil die Fliegen, wie gesagt, da habe ich am meisten Spaß dran. Habe aber auch, weil das eben viele Leute mitbekommen, eine wunderbare Schlipssammlung. Und jetzt variiere ich das eher. Wäre ja auch mal ein Thema für eine Sendung, dass wir die mal präsentieren. Ne? Also hätten wir eigentlich, können wir mit einbauen. Gut, aber kommen wir jetzt wieder zum Thema der Kultur zurück. Ja. Sie sagen also, dass Sie jetzt seit 2000 da sind. Welche Aufgaben haben Sie denn so im Allgemeinen? Ja. Beziehungsweise, das wäre die zweite Frage, vielleicht geht es ineinander über. Wird Ihnen ja bestimmt öfters passieren, dass Ihnen Aufgaben zugeschrieben werden, für die Sie eigentlich gar nicht zuständig sind. Aber fangen wir jetzt von vorne an, schön chronologisch. Ne? Also für was sind Sie denn eigentlich jetzt zuständig? Also das Stellenprofil ist wirklich sehr umfangreich. Nicht? Ja, erzählen Sie uns mal. Und wie ich damals hierher kam, sagte der Bürgermeister Hagedorn zu mir, ich sollte mich darauf einstellen, dass ich mit einer Stelle zu tun hätte, die lässt sich auch gut damit umschreiben, so seine Formulierung von damals. Das wäre einfach die Stelle einer eierlegenden Wollmilchsau. Das heißt also, das ist alles vertreten, was irgendwie mit der Vokabel Kultur in Zusammenhang gebracht werden kann. Und das macht die Stelle tatsächlich auch aus.
Format. Interessant. Ja, sicher. Sicher. Das ist sehr interessant, weil sehr abwechslungsreich. Der einzige Haken ist halt daran, man hat leider nur bestimmte Zeit zur Verfügung. Das heißt, nach 60 Stunden Arbeitswochenzeit muss ich auch mal gucken, dass ich meine Batterie ein wenig wieder auflade. Und mit dem Personalstamm muss man halt auch auskommen. Der ist halt doch von der Größe und dem Aufgabenprofil ein kleiner Personalstamm. Bin aber sehr glücklich und zufrieden. Das macht eben Frau Koch, Frau Winter und diese vielen freien Mitarbeiter, die einen da sehr engagiert unterstützen. Das hat aber dann einfach zur Folge, man muss sich also mit so vielen Dingen beschäftigen und wünscht sich eigentlich oft mehr Zeit für die einzelnen Sachen, um sich intensiver damit zu beschäftigen zu können. Das ist nicht möglich. Und deswegen gibt sich dann auch die Arbeitszeit von 60 Stunden in der Woche, dass sie eben vieles am Abend, am Wochenende machen müssen. Und das Arbeitsprofil, ich sage es mal ganz einfach, weil sonst würde ich mich jetzt zu sehr vergaloppieren und die Zeit läuft uns ja weg. Ich soll ja kurz bleiben. Das ist einfach die Synagoge-Arbeit. Das ist also das Profil, wo ja eben Vorträge, Ausstellungen, Konzerte, Veranstaltungen, Empfänge aller Art dazugehören. Dann eben das Meistermann-Museum, wobei ich tatsächlich gar nicht so richtig dazu komme, mich mit Meistermann zu beschäftigen, obwohl ja die Presse immer oder die Öffentlichkeit darüber berichtet, ich sei ja irgendwie nur für Meistermann zuständig. Also das läuft leider nur. Ja, dann stellen Sie es jetzt mal klar. Jetzt ganz, haben Sie Gelegenheit. Ja, also, das läuft also im Grunde genommen nur äußerst am Rande, weil es gibt ja eben noch diese Wechselausstellungen da zu machen mit den wechselnden Künstlern. Und der Hauptschwerpunkt, das ist auch richtig und wichtig so, gerade für eine Stadt wie Wittlich, weil da eben eine immense politische, soziale, kulturpolitische Aufgabe und Verantwortung drin steckt, eben die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit. Mhm. Wir reden hier alle immer unermüdlich davon, dass die Kinder unsere Zukunft darstellen, die Kinder unser Potenzial auch bewirken könnten, dass daraus eben eine gut gestaltete Zukunft wird. Und das ist für jemanden, der im Ausstellungsbereich arbeitet, einfach ein wichtiges Anliegen, sich sehr konzentriert mit den Kindern zu beschäftigen. Aber ich muss jetzt nur weitergehen. Sonst ja, wir kommen ja nachher noch zu dem Punkt, wenn wir ganz speziell mal uns so eine Ausstellung angucken, zu dem Punkt Kinder und Jugendliche. Das lieber später, vielleicht nur die anderen Sachen noch gerade. Sie sind hier der Gast, Sie können sagen. Und wenn mir was nicht gefällt, dann werde ich Sie schon unterbrechen. Machen Sie nur weiter. Und dann gibt es ja eben noch die Arbeiten mit der Denkmalpflege, aktuelles Thema, die römische Villa. Da gibt es eben diverse... Oh, ganz aktuelles Thema. Ganz aktuelles Thema. Da gibt es ja sehr aktive... Wir senden zwar nicht live, aber man kann sagen, also heute, wo wir die Sendung aufzeichnen, war zu diesem Thema ganz aktuell auch was in einer großen regionalen Zeitung gestanden. Ne? Ja. Also von daher, nur mal gesagt, ist also ganz, ganz frisch auf dem Tisch im Moment. Ne, richtig, das Thema, ne? Richtig. Ganz frisch auf den Tisch. Leider ist halt immer bei solchen Beiträgen, dass die also im besten Fall davon leben, dass die so selektiv Sachen auswählen und dann neu kombinieren, dass eigentlich eher das Gegenteil daraus kommt, beziehungsweise eine Verzerrung der Wirklichkeit, die also kaum was damit zu tun hat. Aber das ist jetzt ein Thema, das müssen wir jetzt nicht so vertiefen. Das ist eher, kommen wir aber nachher noch mal drauf eher zurück, was Unerfreuliches. Aber das Erfreuliche ist also, dass man eben sich sehr viel mit den Kulturdenkmälern auch zu beschäftigen hat. Dann meinetwegen Städtepartnerschaft, Ruanda. Dann haben wir auch mit dem Säubrenner-Kirmes, mit dem sogenannten Stadtmarketing-Prozess, Belebung der Innenstadt durch Kulturarbeit, Kooperation mit den vielfältigsten Anbietern, sowohl hier in Wittlich, da gibt es ja viele, dann eben natürlich auch außerhalb von Wittlich. Das macht ja im Grunde genommen erst meine Arbeit aus meiner Sicht für die Stadt Wittlich so interessant, dass man eben nicht nur sich im Tellerrand bewegt, sondern einfach ein Botschafter von Wittlich ist, um über die Region hinaus zu wirken. Nicht? Ja, das finde ich auch eine Sache, die mich mal interessiert. Mit wem arbeiten Sie denn so in Wittlich hier enger zusammen? Ja. Wo bestehen regelmäßige Kontakte? Beziehungsweise gibt es Kontakte auch über die Grenzen von Wittlich hinaus? Ja. Weil alleine können Sie das ja alles nicht machen. Ja, das frage ich mich ja auch mal die ganze Zeit, wie ich das eigentlich schaffe. Und ich kann mal in sich gehen. Und ich stelle nur fest, ich schaffe es. Bloß halt bei 60 Stunden wundert das einen ja nicht. Ja, da kommt schon was zusammen. Ja. Was aber jetzt so innerhalb von Wittlich betrifft, haben wir einen sehr wirkungsvollen Kreis, unter anderem von den Wittlicher Kulturtagen. Wir hatten ja 2004 eine wunderbare Reihe, die wird jetzt in 2006 wiederholt. Da hängen also weil sie so erfolgreich war. Ja, weil sie so erfolgreich war. Und da hängen halt so erwähnen, stellen Sie das nicht so. Ja. Aber ich wollte Sie nicht unterbrechen. Da hängen halt über 10 Kooperationspartner miteinander
im Boot. Dann jetzt eine schöne neue Schiene mit dem Herrn Scheidt vom Kind-Tim-Kino, dass man eben auch in diesem Kino, was ja nun auch eine wichtige Funktion hat, dieses Kino, zweifellos, eben nicht nur diese Peng- und Sex- und Crime-Filme zu zeigen, nee, sondern eben auch das andere. Geht da noch einer rein? Ja, doch, doch, ja? Doch, doch, doch. Woher doch, wissen Sie das? weil ich, okay, das schneiden wir nicht raus. Nein. Also erstmal gehen da schon genügend Leute rein. Bloß ja, wichtig ist eben auch so ein Kino, und da bin ich ja mit dem Herrn Schad auch ein ganz wunderbarer Kooperationspartner, dass wir eben auch andere Berufsschichten hereinholen, einen Plan jetzt verwirklichen, wie wir intensiver noch die Schulen ansprechen können und auch die Erwachsenen, und zwar für diesen Bereich der anspruchsvollen Filme, der künstlerisch-kulturell wertvollen Filme, der historischen Filme, der analytischen Filme, der sozialen Filme. Und wir hatten jetzt einmal diesen Sophie-Scholl-Film, hervorragender Film als Auftakt. Als nächstes kommt der Film Das Mädchen mit dem Perlohrenring, eine Darstellung von einem bedeutenden Maler aus den Niederlanden im 17. Jahrhundert. Und es geht dann weiter, kommt der Ruanda-Film und noch der neunte Tag. Und es geht also in dieser Richtung weiter, dass wir da so anspruchsvollste internationale Filme hier nach Wittlich holen. Mittwochs abends ist der spezielle Programmabend. Aber bloß, ich will jetzt wegkommen vom Kino, sonst hänge ich jetzt zu sehr. Es gibt noch viele andere, nicht? Also, wenn es interessant ist, dann sagen Sie es. Und dann haben wir noch die Kooperation mit den verschiedenen Anbietern. Ich mache jetzt zum Beispiel im Herbst eine wunderbare Ausstellung mit ungefähr 10, 12 Leuten vom Fotoforum Wittlich. Nicht dieser Herr, der das leitet, ist ja nun auch hier im offenen Kanal tätig. Der Herr Valerius, der Herr Valerius, kann man ruhig nennen, ist ja keine Werbung. Ja, der Herr Valerius. Und da gibt es eine wunderbare Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr, wenn wir das dann hier präsentieren. Ist ja auch ein kompetenter Mann. Das wäre ja auch nicht beim offenen Kanal. Absolut kompetenter Mann. Doch, wirklich. Kann ja so ruhig nur bestätigen. Ja, ja. Und der Kreis drumherum, exzellente Fotografen, da werden wir einfach ein Thema hier darstellen. Schwarz-Weiß. Ich meine, wenn wir jetzt schon einen Namen genannt haben, da gibt es ja bestimmt auch noch andere. Da gibt es viele Namen, aber nachher gibt es. Ja, gut, dann habe ich wieder vergessen. Habe ich wieder einen vergessen. Und das ist immer das Problem. Gut. Bei jeder Sache, die ich nenne, kommen mindestens 50, die sagen, warum haben sie mich nicht genannt? Ja, ja. Nicht? Und deswegen will ich da immer möglichst mich bescheiden. Weil also sagen wir dann die Paul Valerius GmbH und KKG. Und richtig. Aber es ist ein toller Kreis mit Männern und Frauen, die sich also auf höchstem Niveau mit der Schwarz-Weiß-Fotografie beschäftigen. Und da gibt es dann eben in der Synagoge eine Ausstellung, eine Aktion in der Neustraße, wo wir dann in den Geschäften die Fotografie noch zusätzlich hereinholen wollen. Und dann begleitet durch die Ausstellung im Georg-Meistermann-Museum ein international renommierter Fotograf namens Luigi. Dann haben wir damit zu tun mit dem Kindertheater, mit dem Erwachsenentheater, mit den Musikgruppen. Und im Kulturamt wird ja nur noch umfangreichst eben auf diesen sogenannten Eventbereich gearbeitet. Das geht eben bis zur Säulbrenner-Kirmes hin. Dann haben wir halt diese Städtepartnerschaften, die Empfänge und dergleichen mehr. Bloß wenn ich das jetzt noch alles aufhole, oder ich aufzähle, also dann wird es Ihnen schwindelig. Ja, mir und der Zuschauer, der kriegt das alles gar nicht mehr gesammelt. Der denkt ja, das ist ja richtig. Quatsch mit den 60 Stunden. Ja. Das kann er nie hinhauen. Ja. Sie haben eben in Ihrer Auflistung dessen, was Sie so, was Sie so alles machen in Ihrer Funktion, ein Stichwort genannt oder auch mehrmals, was Ihnen ja auch oftmals wiederum dann vorgeworfen wird, Georg-Meistermann-Museum. Weil wir hatten uns heute im Museum getroffen und hatten mal ein paar Aufnahmen gemacht, damit also auch für den Zuschauer mal langsam ein bisschen interessant wird, nicht, dass wir hier uns unterhalten, sondern mal ein paar Bilder sehen. Ja. Georg-Meistermann-Museum. Sie hatten es angesprochen, es wird Ihnen oftmals um die Ohren gehauen, dass Sie sagen, Sie würden sich schwerpunktmäßig darum kümmern, würden andere Dinge vernachlässigen. Gut, mit Kritik, denke ich, können Sie leben. Sie wissen, damit umzugehen. Aber nichtsdestotrotz, kommen wir mal auf dieses Thema zurück. Georg Meistermann, wer war Georg Meistermann und wo ist das Museum? Und vielleicht können Sie uns ein bisschen was dazu sagen. Ja, vielleicht nur zum Phänomen. Weil was jetzt so hier in Wittlich diskutiert wird, ist ja kein Einzelfall. Kultur ist halt immer eine besondere Sparte. Wer sich dafür engagiert, das war halt immer so in der Kultur, das sind immer Einzelpersonen. Und die versuchen halt, größere Kreise zu gewinnen. Das ist zum Glück hier in Wittlich möglich, wenn ich das vielleicht noch gerade sagen darf, als Kooperationspartner. Den Georg-Meistermann-Förderkreis, da gibt es einen sehr engagierten Vorstand unter Leitung von dem
Herrn Albert Klein, von dem Herrn Bologna, von der wunderbaren Galeristin Frau Bose, von dem Wittlicher Künstler Wachsweiler, von dem Herrn Feldes von der VHS und dann eben, hoffentlich habe ich jetzt alle vollständig, die Frau Nolte. So, und wir sind eben zu 7 Leute und da hat man natürlich eine wunderbare Unterstützung für diese Sache. Und das ist eigentlich das Wichtige bei so einer Kulturarbeit, versuchen, wie man Multiplikatoren gewinnt, die eben einzubinden sind. Und das, was eben mit Meistermann zu tun hat, ist ja im Grunde genommen gar nicht das Ergebnis, dass ich mich da ausschließlich mit beschäftige oder meinetwegen andere Sachen vernachlässige, sondern weil ich hier wirklich das Glück habe, dass sehr viele Personen mich in dieser Arbeit unterstützen. Mhm. Und das ist eben nicht nur der Verein, das ist meinetwegen genauso die ehemalige Grundschullehrerin Ursula Simon, die jetzt, um mich zu entlasten, Kinderführung anbietet. Das gleiche ist meinetwegen das die Georg-Meistermann-Grundschule, die in Wittlicher neu entstanden ist. Neu, ja. Und dann gibt es eben noch im Förderverein andere Personen, die also sehr finanziell großzügig die Arbeit unterstützen. Und da, wo es geht, auch eben personell. Und wir hatten ja unter anderem einen Wettbewerb gehabt mit über 600 Teilnehmern für den apokalyptischen Reiter. Und sowas kann ich alles gar nicht bewerkstelligen. Mhm. Da brauchen sie eben viele Leute drumherum. Und was jetzt diesen Vorwurf betrifft, ich würde mich da nur um Meistermann kümmern, kann ich leider oder muss ich leider insofern entkräften, weil das wirklich ungerecht wäre gegenüber diesen vielen Personen, ohne deren Arbeit ich das gar nicht machen könnte. Ja. Und das sind eben Ehrenbürger oder Bürger, die ehrenamtlich arbeiten, sich da einbringen. Ja. Hoffentlich ist die Frage ausreichend beantwortet. Ansonsten, ich habe ja so viel mit anderen Fragen zu tun. Sie werden immer wieder mit Kritik konfrontiert werden und ich denke, damit werden Sie wohl leben müssen. Wie gehen Sie damit um? Ja, es gibt einen treffenden Ausspruch, denke ich, dazu. Wer in der Manege steht und dann alleine, der muss mit allem rechnen. Also alleine stehen Sie ja nicht da. Sie haben ja eine Menge Leute genannt, die Sie unterstützen. Die stärken einen im Rücken. Ja, also wenn Sie alleine wären, da würde ich vielleicht auch mal denken, Also, aber ich stehe ja so als Person im Zentrum. Ja, sicher. In Ihrer Funktion. Ja, Funktion. Als Kulturamtsleiter. Und dann... Also das wo eben dann dieser Teilbereich dazugehört, klar. Nicht als Einzelperson stehe ich ja in der Presse und der Öffentlichkeit oder an den Stammtischen immer als Einzelperson in Diskussion. Deswegen die Manege. Ja. Und es gibt zum Glück ja viele Leute drumherum, die einen den Rücken stärken und einen auch wirklich viel Arbeit abnehmen. Aber Sie sehen es ja noch relativ locker. Ja, also Sie sitzen recht locker da. Schönes Hemd haben Sie an, muss man sagen. Kompliment. Vielen Dank. Wo kriegen Sie die? Kölner Raum gekauft oder kriegt man die auch in Wittlich? Das ist jetzt so eine heikle... Oder haben Sie mal bei Jürgen von der Lippe angefragt, weil der ja auch die im Angebot hat? Ich kann mir vorstellen, der wird mir das noch gerne abkaufen wollen. Nein, das ist durchaus möglich. Ne? Nur dann bräuchte aber, glaube ich, ein paar Kilo weniger. Ne? Nein, okay. Aber wenn ich jetzt die Frage beantworte, ob man das wirklich kaufen kann oder nicht, dann nimmt mir das eh in einer böse, weil ich Ja oder Nein gesagt habe. Sie müssen ja nicht sagen, wo Sie es gekauft haben, sondern nur, dass Sie es in Wittlich gekauft haben. Ja, das muss ich sagen, nicht? Ja, klar müssen Sie es sagen. Wie ist es denn? Da müssen Sie schon ein bisschen sensibel jetzt sein, was richtig, Sie sagen. Richtig, was sage ich denn, wenn ich das nicht in Wittlich gekauft habe? Dann sagen Sie das gar nicht. Dann reden wir am besten gar nicht darüber. Dann reden wir nicht drüber. Genau, weil... Auch, wir haben nie drüber gesprochen. Man weiß das auch. Ja, ich interessiere mich doch dafür, was Sie für ein Hemd gesagt haben. Ja, richtig. Ne? Also sitze ich da überhaupt gar nicht. Ich weiß gar nicht, wovon wir jetzt reden. Ne? Richtig. Sollen wir mit der Sendung weitermachen? Ja, machen wir besser mit der Sendung weiter. Okay, wo waren wir denn stehen geblieben? Beim Meistermann-Museum, ne? Und bei der Kritik, wir waren mal so viel im Stehen geblieben, ne? Mit dem Hemd. Wir könnten eigentlich 2 Stunden, ja. Aber wir haben auch ein paar Zuschauer, die ein bisschen unterhalten werden wollen. Aber vielleicht das Hemd passt nur zur Farbigkeit, die immer gut ist durch die Kultur. Und ich denke, wirklich lebt nur davon, wenn sie die Vielfalt der Kultur hier zum Blühen bringt. Und deswegen dieses Hemd, das programmatische Anliegen, bringt Farbe nach Wittlich, lasst in Wittlich Farbe gedeihen und dann wird Wittlich eine blühende, fantasievolle, bunte Landschaft. Herr Dr. Kalleen, das war ja ein Werbeslogan für Wittlich, wer aber gar nicht mehr zu übertreffen ist. Er sollte vielleicht mal Programm werden für Wittlich. Gut. Georg Meistermann Museum. Ja. Wer war Georg Meistermann? Georg Meistermann ist 1911 geboren, 1990 gestorben, kommt aus Solingen, aus einer sehr politisch engagierten Familie. Das heißt, der Vater war im Preußischen Landtag später tätig, also im heutigen Bundestag, bis die Nationalsozialisten diesen Landtag eben geschlossen haben und der Vater Meistermann auch schon mit der Verfolgung hat leben und leiden müssen. Sprich, dem ging es existenziell sehr an den Kragen. Der Georg Meistermann war damals Maler, durfte, Anführungsstriche,
Am 2. Februar 1933 durfte Anführungsstriche die Kunstakademie verlassen, weil er meinte, er würde nicht die wahre deutsche Kunstauffassung vertreten. Seitdem hat er im Grunde genommen als Autodidakt weitergearbeitet, weil er kein abgeschlossenes Kunststudium hat. Und das ist ein schönes Beispiel, wie man eben auch als Autodidakt, beziehungsweise als jemand, der schon natürlich einen entsprechenden Hintergrund hat, zu einem bedeutenden Künstler werden kann. Und bei ihm war das so vorgezeichnet, er hat die Schule auch frühzeitig verlassen und bekam die Ausnahmeregelung gestattet, dass er ohne Abitur an die Kunstakademie gehen konnte, aufgrund seines Talentes, aber das wohlbemerkt vor 1933. Dann kam für ihn die Zeit der Verfolgung bzw. der Ausgrenzung, muss man ganz genau sagen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hatten ihn die Amerikaner sofort eingesetzt als Kulturamtsleiter der Stadt Solingen. Mhm. Sein Vater war Bürgermeister. Ja, und dann wurde er einfach international zu dem führenden Glasmaler, die deutsche Glasmalerei international nicht nur in die Kunstszene zurückgeführt hat, sondern seinesgleichen etwas geschaffen hat, wie es eben das woanders nicht gibt. Wenn das jetzt genügen soll, ja. Weil wir wollen wahrscheinlich noch andere Themen besprechen. Andere Themen nicht, aber wir wollen ja weitermachen in dem Museum. Wissen Sie eigentlich, was der Enkel von Georg Meistermann macht? Ja, also wenn der nicht gerade irgendwo vor einer Kamera sitzt und versucht, ein paar gescheite Antworten zu geben, sitzt er eigentlich eher im Büro. Ist jetzt Kulturamtsleiter in Wittlich, ne? Ja. Der Enkel von Georg Meistermann. Ja, 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 ja. So schließt sich dann der Kreis. So schließt sich dann der Kreis. Das nur mal am Rande. Jawohl. Gut, aber wir haben es ja vor einer halben Stunde schon angekündigt, wir haben mal Zeit, dass wir was zeigen. Ausgangspunkt Georg Meistermann Museum ist der schwebende Punkt. Vielleicht kann man das mal zeigen. Ja. Hier sehen wir es jetzt mal im Bild. Ja. Vielleicht können Sie uns was dazu sagen. Ja, also der schwebende Punkt, sieht man ja oben links den roten Punkt. Ja. Im Original sieht man halt, was man jetzt im Fernsehbild nicht sehen kann. Doch, das kann man jetzt im Fernsehen sehen. Ja, ja. Ja, aber wir sind jetzt raus. Bloß das rote Motiv ist einfach ein ungemischtes Rot, während die anderen Rotteile sind schon gemischt. Ja. Und dieses Rot, wenn ich jetzt in aller Kürze das sagen darf, tut mir jetzt nur für den Fernsehzuschauer leid, aber zu lang, dann verlieren wir Zeit. Kann ja gucken kommen, dann sieht das ja im Original. Genau, genau. Das ist einfach Eintritt ist frei. Ja, und das ist das Motiv eben des einzelnen Kreises. Es gibt auch das Motiv des einzelnen Blattes oder das Motiv des einzelnen Vogels bei Meistermann. Und dieses Motiv steht für Meistermann immer für die Individualität und für die Unverletzbarkeit des Individuums. Sie kennen den Grundgesetzartikel 1, die Menschenwürde ist unantastbar. Nicht? Und damit spielt dieses Bild eben die Einzigartigkeit und die Unantastbarkeit des Individuums herauszuarbeiten. Und dieses Motiv hat noch was anderes in sich, eben das Schweben. Das Schweben als einen geistigen, als einen meditativen, als einen philosophischen, als einen theologischen Aspekt. Das Schweben, um loszulassen, um in andere Dimensionen der Wahrnehmung, des Bewusstseins, aber auch der Freiheit reinzukommen. Mhm. Loslassen bedeutet ja auch die Möglichkeit, Neuland zu entdecken oder auf Reisen zu gehen. Und dieses Ausdrucksmotiv, den Freiheitsgedanken zu befördern, über das schwebende Motiv, das ist das zentrale Anliegen von Meistermann. Mhm. Sie bieten ja auch Führungen an. Ja. Meistermann-Museum ist im alten Rathaus von Wittlich übrigens, sollte man erwähnen. Ja, soll man am Marktplatz. Ne? Eingang Touristinformationen und schon ist man richtig. Dran, ne? Ach ja, da haben Sie wieder auch die Frage, was wir noch alles machen. Wir haben natürlich eine hervorragende Touristeninformation, eine Kartenvorverkaufsstelle im Foyer. Mhm. Da werden also die ganzen unterschiedlichen Serviceleistungen der Stadt geboten zu den vielfältigen kulturellen Veranstaltungen. Und da kommen Sie rein und dann bekommen Sie alle weiteren Informationen. Also man kann in Ihrem Hause richtig froh werden. Ja. Haben wir noch ein Foto, was wir uns mal anschauen können? Fotos, das sind ja keine Fotos. Ja. Das ist ja ein Gemälde. So, da haben wir jetzt noch ein Bild. Ja, wenn Sie unseren Zuschauern da was zu sagen. Ja, also das ist das Lieblingsmotiv der Kinder, die Klavierspielerin, also der absolute Renner. Mhm. Das andere Bild mit dem Schwebenpunkt ist ja im Grunde das Motiv eben von dem Georg Meistermann Förderverein, aber auch von dem zentralen Anliegen Meistermanns. Mhm. Das schwebende Motiv ist von 68, das hier von 49, also von der früheren Phase von Meistermann. Und da sehen Sie eben die zwei Damen, die zwei Klavierspielerinnen, die dort am Klavier sitzen. Ja, sind es zwei Damen definitiv? Ja. Weil man kann ja so viel, im Vorfeld hatten wir darüber gesprochen, man kann ja so viel in Bilder rein interpretieren, aber gut, aber Sie erklären das jetzt. Ja, gerne. Also bei den Kindern, das hat einfach was mit der Musikalität von dem Bild auch zu tun. Nicht? Das heißt nicht umsonst Klavierspielerinnen.
das Bild. Und die Musikalität des Bildes ergibt sich einfach daraus, dass die Formen und Farben in diesem Bild so wunderbar herumtanzen. Und wenn Sie genau hingucken, sehen Sie auch diese tanzenden bzw. herumfliegenden Klaviertasten und eben die vielen Finger, mehr als vier Stück übrigens, beziehungsweise Hände, nicht Finger. Viele Finger sehen Sie, dann sind wir mehr als vier Hände bei nur zwei Personen. Und, da ist vielleicht irgendwo im Hintergrund irgendwo noch unser Organist von St. Markus, der Reinhold Schneck, vielleicht irgendwo im Hintergrund noch seine Finger im Spiel. Oder vielleicht auch im Klavierkasten, vielleicht hört er zu oder er legt das Klavierblatt bzw. Notenblatt um. Dann würde man was hören. Das würde man hören, ist Ihr Auftrag oder... Ihre Kollegen, die können ja vielleicht noch was Musik einspielen. Ja, das wäre es jetzt noch, ja. Oder wir singen was, aber das machen wir lieber nicht, sonst kommen im Text nicht weiter. Schalten die Leute auch. Schalten die ab. So, und das ist deswegen, die Frage ist ja berechtigt, ist das eindeutig? Also eindeutig ist es relativ, wenn Sie genau hingucken, kann man es erkennen, nämlich an der weiblichen Anatomie. Ich hoffe, dieser Begriff reicht. Ist mir ein Begriff und ich denke den Zuschauern auch. So. Die weibliche Anatomie, die sich ja unterhalb des Halses bewegt und oberhalb des Bauchnabels. Und die ist halt hier auch ausgeformt. Ja. Und das andere ist halt, ich kenne auch diese zwei Personen, das ist nämlich schlicht und ergreifend die hintere, die Tante Fussi, die Schwester. Tante Fussi? Tante Fussi mit dem roten Haar im Kölschen. Ja, aus dem Kölschen sagt man Fussig für rot und die hatte rotes Haar. Ah ja. Nicht? Die Tante Fussi. Mhm. Hinten und vorne, das ist eben meine Mutter, die am Klavier spielt. Und bei uns im Hause wurde eben viel Musik gespielt. Und wir hatten auch früher viel gemacht in der Familie. Viel gemacht und wir hatten auch immer so schöne Hauskonzerte zu Hause. Mhm. Und da spielten jetzt selber nicht. Da hat man natürlich Profimusiker eingeladen. Aber Musik war bei uns schon ein sehr wichtiges Anliegen. Und das hat eben der Meistermann festgehalten, weil er selber eine immens große Liebe zur Musik hatte. Das sehen wir ja gleich noch bei dem Motiv mit dem Notenblatt. Ja. Spielen Sie auch ein Instrument? Ja, ich habe selber gelernt Gitarre, Klavier und Akkordeon. Habe dummerweise da mal einen üblen Autounfall gehabt. Seitdem eine Fehlstellung an dem Finger, den man also jetzt in der Kamera nicht zeigen sollte. Sonst würde der Mittelfinger irgendwie falsch interpretiert werden. Der Mittelfinger, der kann nicht mehr so richtig. Und deswegen muss ich da... darauf verzichten, aber die Freude und Liebe an der Musik ist natürlich geblieben. Mhm. Also machen Sie aktiv keine Musik mehr? Nein, aktiv zuhören, also, ansonsten muss man... Geht leider nicht mehr. Geht nicht mehr. Ja, so, das nächste, das muss man sagen, das nächste Foto. Ja, also das ist ein, wie man ja sieht, nicht nur ein schwarz-weiß Foto, das ist noch relativ einfach die Erkenntnis, sondern ein negativ gekontertes Foto. Also es gibt das im Positiv, weißer Hintergrund und eben, wie man halt so Menschen sieht. Kann man da jetzt auch mal sehen? Ja, ja, ach wunderbar, ja. Wunderbar, ja, vielen Dank. Das ist eben das Positiv, der Blick von links nach rechts und wenn man das vielleicht mal zurück machen kann, dieses Bild, vielen Dank. Dann sieht man eben den Blick von links nach. Können auch den Vergleich jetzt mal herstellen. Ja. Das kann man auch übereinander legen. Ach, das kann das der Herr Günther bestimmt. Sicherheit wunderbar hinkriegen. Das so. Kann der Herr Günther, ja, wunderbar. Und dann sieht man die beiden, ja, sehr schön. Die beiden berühren sich ja nicht nur an der Nase, sondern die gucken einfach aufeinander zu. Und dieses Motiv ist eben das Motiv, wie man es auf dem Plakat auch erkennen kann. Wenn man vielleicht nur mal dieses schwarze Foto nochmal zurückholt. Das sind nochmal vielen Dank an den Holger Günther hinten in der Regie, der das ja hervorragend macht. Genau. Und rein theoretisch, hier kann man es jetzt nicht sehen, aber auf dem Motiv oben haben Sie ja diesen wunderbaren Titel, der heißt dann mit kindlichem Auge die Welt anders sehen und neu entdecken. Und das ist halt eine Standarderfahrung von mir, wenn Sie Kunst- und Kulturarbeit machen, wirklich ganz grotesk und dennoch ganz biologisch erklärbar, auch physiologisch und psychologisch. Die Kinder sind einfach so die besten Rezipienten, also Empfänger, Wahrnehmer von Kunst und Kultur. Und mit denen können sie einfach so unglaublich viel machen, weil die noch offen sind, neugierig sind, unvoreingenommen. Und das ist eben der Hinweis für das nächste Ausstellungsprojekt mit den Kindern. Das ist jetzt der Meistermann, aber das ist der Hinweis für St. Peter, der Kindergarten von St. Peter aus Wengerohr. Sind Sie auch von Kindern schon mal überrascht worden, dass Sie Dinge in Bilder reininterpretiert haben, die Sie bisher noch nicht gesehen haben? Das ist also wirklich die wunderbare Frage. Ich meine, Sie arbeiten ja auch mit Kindern zusammen. Ja, Sie haben nicht nur habe ich zwei Kinder. Ja, ich habe aber bis vor kurzem im Jugendbereich gearbeitet. Ist mir nicht fremd. Nicht. Und das, also vielen Dank, weil die Frage ist im Grunde genommen, finde ich, diejenige, die man sich meiner Meinung nach immer auch hier in Wittlich stellen sollte, wenn man um Kulturpolitik redet. Mhm. Für wen macht man das eigentlich? Mhm. So, und bei den Kindern haben... Für die Kritiker? Ja. Reden Sie weiter. Ja, ich kann man... Haben Sie es rausgebracht? Nein. Nein, also ich mache es natürlich im Grunde genommen für die Leute, die eben
entweder die Auseinandersetzung, Begegnung mit Kunst und Kultur suchen, auch für die Leute, die noch ihre Schwellenängste haben oder meinetwegen ihre Widerstände. Ich bin nur darauf angewiesen, dass die zu mir hinkommen und nicht meinetwegen nur hintenrum oder an irgendwelchen Tischen reden. Also wenn ich die Chance habe, suche ich natürlich immer gerne das Gespräch. Bloß bei Kindern ist der große Vorteil, die sind so frei, so offen, so fantasievoll, da lerne ich so viel. Und ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich Führungen mache. Man kann selber wie ich, also in dem Fall noch weltweit der Meistermann-Fachmann sein. Ich habe ja auch über ihn geforscht, gearbeitet, publiziert. Das, was ich von den Kindern lerne, das ist verrückt, aber auch bei anderen Ausstellungen. Kinder haben eine Art zu sehen, das können Erwachsene nicht mehr. Und von denen lernen sie am meisten. Das ist für mich einer der kuriosesten Erfahrungen, die zwar nicht neu ist, die schon seit 20 Jahren anhält, mich aber jedes Mal überrascht, wenn Kinder ihre eigene Deutung entwickeln. Das ist fantastisch und das ist inspirierend, das ist beglückend. Da danke ich den Kindern auch immer dafür. Ja, ich meine, dass sie so eine positive Einstellung zu der Arbeit mit Kindern haben, verdanken sie vielleicht auch einer persönlichen Eigenschaft, vielleicht noch das Kind im Manne, ja? Sind sie selber auch noch, ich will nicht nur sagen, noch ein bisschen kindisch, das würde jetzt negativ klingen, aber ist es Ihnen ein besonderes Anliegen, einfach also, mit den Kindern zu arbeiten, gerade den Kindern die Kunst nahe zu bringen? Vielleicht ist eine, danke, das ist für mich eine wichtige Antwort oder Frage, oder Frage-Antwort. Ich bin selber überhaupt kein Vertreter, kann auch mit dem Spruch nichts anfangen, wenn man sagt, Männer sind wie Kinder oder das kindliche Mann. Weil das ist, da sollte man schon wissen, als Erwachsener hat man mit anderen Aufgaben zu tun. Was ich aber sehr schätze an dem, was Kinder uns beibringen, deswegen sollten wir sie auch ernst nehmen und nicht irgendwie als kleine Kinder irgendwie abtun oder irgendwie so mit so komischen Formulierungen, das Kind im Manne, das trifft die Sache nicht, sondern wir haben es mit Kindern da als Wesen zu tun, die uns Erwachsenen unerhört viel beibringen. Wir meinen immer, wir müssen den Kindern was beibringen, man muss aber genau umgekehrt sich auf die Kinder einlassen und wird feststellen, was die uns beibringen. Und deswegen schätze ich so sehr die Arbeit mit den Kindern, weil die unser Denken wirklich ständig herausfordern, neu in Frage stellen. Und sie werden das uns aus ihrer Arbeit am besten wissen. Fragen von Kindern angemessen zu beantworten, ist so schwierig, weil die so komplex und überraschend denken, dass sie eigentlich oft immer nur selber bei sich wahrnehmen, meine Güte, als Erwachsener denkt man doch sehr normiert. Und das ist das Schöne, und das schätze ich einfach an den Kindern, diese Offenheit für ganz andere Wahrnehmungen. Ja, gucken wir mal weiter. Sie haben noch ein paar Bilder hier dabei. Das ist jetzt was? Das ist das Bild von Georg Meistermann aus dem Jahre 1936, eine Tuschezeichnung, ein Bild, das sich auch wunderbar immer für die Kinderführungen eignet. Und ich hatte jetzt letztens eine Kinderklasse da gehabt, da war ich so ganz erstaunt, was die wieder dazu alles wussten. Und zwar ist es die Zeit, wo der Meistermann verboten war. Und ich mache es mal ganz schnell. Sie haben ja diese nachdenkliche Haltung, so ein bisschen wie bei Ihnen jetzt, nicht? Also so hier dieser, ist ja nicht ich versuche ein bisschen intellektuell zu wirken. Ja, auch die Nachdenklichkeit, nicht? Ja. Intellektuell wirken Sie sowieso, da brauchen Sie auch Ihre Hand nicht. Dankeschön, nicht? Dankeschön. Vergessen Sie nicht die Kraft Ihrer Brille, dieses... Ja. Das ist der Vorteil. Nein, aber es ist ja diese Nachdenklichkeit, die Sie hier mit dem Gestus haben, ein ganz klassisches Motiv. Bloß hier fehlt eben die Ohren. Das hat was damit zu tun, dass der Meistermann derjenige war, der darauf hingewiesen hat, misstraut den Worten. Worte können nicht nur wie Schall und Rauch sein, sondern auch gefährlich wie Honig. Die verkleben die Ohren mit falscher Süße. Nutzt eure Augen, den scharfen Verstand, beobachtet genau, prüft und wägt ab. Und das in der Zeit von 1936 ist natürlich eine klare Botschaft. Und das war Meistermann wichtig, diesen kritischen Blick zu wahren und dieser Süßraspelei der Worte zu misstrauen. Und das ist eben dieser Ausdrucksinhalt. Ja, wenn ich ja mit Kindern drüber spreche, und das ist mir letztens mal passiert, hier haben sie mal diesen intensiven Augenausdruck, da war doch tatsächlich ein Kind, einige noch dazu, aus der zweiten Klasse von der Georg-Meistermann-Grundschule, von der Klasse von Frau Theiss in der Lage, spontan, der konnte mir einen Vortrag halten, was es denn mit der Zeit von 1936, Adolf Hitler und die Verfolgung und die Unterdrückung auf sich hat. Er stellte sich hin und hielt einen Vortrag. Und da kamen noch andere Kinder, die assistierten ihm dabei. Toll. Und da kann ich Ihnen nur sagen, da falle ich so rückwärts von der Bank. Eine Gänsehaut, ne? Ja, kriege ich eine Gänsehaut. Ja. Nämlich das, was die Kinder wussten, das sind 7 Jahre ungefähr, 7, 8 Jahre. Fragen Sie mal den Durchschnitt der Bevölkerung, wie weit die sich überhaupt da heranwagen, so offen darüber zu sprechen. Ja.
Toll. Ja, Sie werden Sie auch immer wieder überrascht ja, doch, immer. Von Ihren Besuchern immer. Im Museum. Immer. Ja. Das waren 7-jährige Kinder. Ne? Ja, toll. So, dann kommen wir jetzt zu einem weiteren Bild. Ja, das ist das Selbstbildnis von Meistermann mit dem Titel Der Maler von 1942. Meistermann bekam wöchentlich Besuch von der Gestapo, musste dieses Bild im Verborgenen malen, das heißt also immer wieder abdecken. Das Bild zeigt im linken Bereich eben die Zone einer Wehrturm- und Mauer-umkrönten Anlage. Da sieht man das genau in dem Ausschnitt einer nicht nur Gefängnisanlage, sondern einem Lager, wie man es halt eben Nationalsozialismus praktiziert hat, einem Konzentrationslager, wo man die Verfolgten festgehalten hat, gefoltert hat, aber auch ermordet hat. Mhm. Und dieses Motiv des Tötens haben sie einerseits in der Leere dieser Anlage und das andere halt, die Bäume, die sind tot. Sie sehen nur noch das Geäst ohne Blattwerk. Und bei dem größeren Baum, da, genau, vielen Dank, bei dem größeren Baum ist in dem Baum ein Kreuz eingeschrieben, als Zeichen eben für den Tod, für die massenhafte Tötung. Ja. Und dann sehen Sie noch in diesem Bild, kann man ruhig gerade so lassen, die Augen vom Meistermann. Das ist diesmal der Maler mit den Augenhöhlen, wo die tatsächlichen Augen fehlen. Und der Augenmaler ohne Augen mit dem Hohlraum dieser Augenflächen basiert im Grunde auf so eine asiatische, klassische Philosophie, dass der blinde Seher eigentlich derjenige ist, der wahrlich sehen kann. Nicht? Und über das nachzudenken, was in der Welt passiert, man sieht ja wirklich nicht nur mit den Augen, sondern man sieht ja auch mit den anderen Sinnesorganen. Exupéry, ja, da sind wir ja. Ja. Genau. Und der Mensch sieht nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Herzen. Mit dem Herzen. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, sagt der kleine Prinz. Nee, sagt der kleine Prinz. Das ist ein großartiges Buch, wo bemerkt wieder ein Kinderbuch. Nicht? Ja, ja. Und da sind die ganzen Weisheiten drin. Ja. Nicht? Gut, und damit spielt der Meistermann und auch mit dem Herz, da haben wir so das Herz-Lesemotiv. Also Herr Holger Günther ist fantastisch hier mit dem Bildschnitt. Ja, vielen Dank. Also, ne, super. Ja, super, Herr Günther. Ja, ja. Also dieses Herz-Jesu-Motiv an der Pendelschnur und das ist die Pendelschnur ist einfach zum Ausloten des Wahren, des Gerechten, des richtigen Weges und das in der Zeit von 42 eine elementare Gewissensfrage vom Herzen ausgehend. Hier das Herz-Jesu-Motiv und da hat der Maler Meistermann eben noch das Malerbuch in der Hand, aber es kann auch das Buch der Heiligen Schrift sein, es kann auch ein Buch der anderen Schrift sein, wo der Meistermann, der ja wohlgemerkt als Maler überhaupt nicht sehen kann, nicht, der ist ja blind, der hat dennoch was in der Hand, was man eigentlich sehen muss, setzt sich eben mit der Auseinandersetzung, beschäftigt sich mit der Auseinandersetzung, das Gewissen, das Herz permanent zu befragen, ob seines Handelns und Tuns. Das freut euch. Aus diesem Bild kann man also eine Menge sehen. Ja, ja. Ja. Also, auch die Farben natürlich ganz wunderbar. Gehen wir dann mal weiter, weil wir könnten, Sie könnten wahrscheinlich noch Stunden darüber berichten. Furchtbar, ja. Aber wenn wir das jetzt hier machen würden, würde keiner mehr zugucken zum anderen. Es käme keiner mehr zu Ihnen ins Museum, weil da wisst ihr dann alles. Richtig, ja, und es soll ja doch noch spannend bleiben, zu Ihnen zu kommen. Richtig, aber dann hätten Sie wahrscheinlich die Möglichkeit, einfach da eine gute Werbung zu machen. Ich sage mal danke, 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 eben für den offenen Kanal, der das eben ermöglicht hat, das mal im größeren Kreis bekannt zu machen. Aber da ist schon das breite Bild. Ja gut, Bild, weil diese Sendung, die wird ja millionenweit geguckt, also das werden schon eine Menge Leute gucken und werden sagen, da müssen wir mal hin. Ne? Machen wir mal, ja. Und dann in der ersten Reihe die Leute, die sich dafür interessieren, in der zweiten die Kritiker. Richtig. Ja, die dann entsprechend mitschreiben. Genau. Und dann müssen sie gucken, was am nächsten Tag passiert. Ne? Gut, aber wir wollen ja nicht zu sehr auf diesem Thema rumkauen, denn es gibt ja noch Interessantes zu sehen, was wir unseren Zuschauern nicht vorenthalten wollen. Da zum Beispiel. Mach es gerne ganz kurz, weil wir haben auch nicht so viel Zeit. Also wenn Sie nur sagen, wie viel Zeit wir haben, dann machen Sie es jetzt schneller. Ne? Ja, nee, gucken jetzt mal, dass wir das Das ist also der Zyklus vorstellen. Ja, Zyklus der 4 apokalyptischen Reiter von 1954. Vielleicht für wirklich noch interessant, die ersten Fenster von St. Markus von 1949 waren ja der Auftakt, wie das Meistermann immer so passiert ist. Danach wurde der Auftrag abgebrochen, nicht mehr weiter ausgeführt, weil man seine Kunst als zu modern, als zu provokativ, als zu wenig dienend empfunden hat. Und zu verdanken ist eben dieser erste Auftrag von St. Markus dem Bürgermeister Matthias Maes, ein weitsichtiger, denkender Mann, der mit seinen Visionen nun wirklich etwas beschert hat, was er bis heute noch Bedeutung hat. Und ohne diesen Matthias Maes wüsste man heute gar nicht mehr, was man in Stammtisch noch diskutieren könnte, wenn es um Thema Kultur geht. Klar, nicht, das keine Kirmes. Nein, und ihm ist das zu verdanken. Und dann hat er 1954
die Fenster ins Rathaus geholt. Das war wirklich ein sehr mutiger Schritt, letztendlich wie so ein Engagement für St. Markus, aber hier jetzt im Rathaus von 1954, vier Fenster. Und er hat auch einen wunderbaren Programmpunkt dafür entwickelt. Ihm war es wichtig, Kunst, Fenster hereinzuholen, die an die Verbrechen der Nazizeit erinnern und gleichzeitig gemahnen, wie schnell die Gefahr eines neuen Führers und Verführers aufkommt und wie wichtig der Einzelne herausgefordert ist, nicht nur der, der als Besucher ins Rathaus kommt, sondern jeder einzelne Angestellte der Verwaltung des Rathauses, sich für Recht und Wahrheit einzusetzen und diesem auch bedingungslos zu dienen. Mhm. Und das war für ihn das wichtige Anliegen bei dem Fenster. Der meiste Mann hat sich ja gerne mit dem Motiv auseinandergesetzt. Und hier haben sie ja dieses dritte Fenster mit dem apokalyptischen Reiter des Hungers, mit der ungleichen Waage, der auf die Symbole, also das Pferd, auf die Symbole von Ehren und Weintrauben tritt. Und wenn wir das nächste Fenster haben, sieht man das dann auch. Genau, das ist das wunderbare vierte Fenster, das künstlerisch mit Sicherheit anspruchsvollste, interessanteste Fenster. Auch das Fenster, was am wenigsten gefällig ist, vielleicht auch ein aktueller Beitrag wiederum zur Diskussion. Mhm. Welche Aufgabe hat die Kunst, die Kultur? Ja. Also bestimmt nicht irgendwas dekoratives Rankenwerk zu liefern, nur damit irgendein süßer Wein gut schmeckt, sondern dass die Kunst eben Herausforderung, Förderung, aber auch im besten Sinne Provokation darstellt, die Dinge anders zu sehen, sich mit denen auseinanderzusetzen. Ja. Und hier, dieses apokalyptische Fenster des Todes, zeigt unten die Motive von Wittlich, von links das Türmchen, dann St. Markus, die Feuertropfen, die Flammentropfen, die Bomben, die auf Wittlich fallen, unten rechts das Georg-Meistermann-Museum, das alte Rathaus und dann die obere Kordel, wo eben auch die Bomben niedergegangen sind. Und das weist auf die Zerstörung hin, die durch Fanatismus, Nationalsozialismus, durch Ideologie, durch Fundamentalismus entsteht. Und Sie werden mir zustimmen, diese Gefahr von Fundamentalismus, Fanatismus, Ideologismus ist nach wie vor und ewig zeitlos aktuell. Und darauf hinzuweisen, vor diesen Gefahren eben zu warnen, war das Anliegen von Meistermann, aber auch glücklicherweise von diesem wunderbaren, engagierten Matthias Mees. Zeitloses Fenster. Ja, ja. Und diese Fenster übrigens, vielleicht noch ganz interessant, haben Wittlich weltweit berühmt gemacht. Das sind die in der modernen Glaskunst des 20. Jahrhunderts am häufigsten publizierten Fenstern, wo es eben darum geht, eine Beziehung von Kunst, Politik, Gesellschaft, sozialen Verantwortung und Mahnung herzustellen. Das sind also auch Mahnbilder. Und diese Fenster werden also mannigfaltig publiziert und haben Wittlich so international berühmt gemacht, da finden Sie in Wittlich nichts Vergleichbares, wo man sagen kann, als Wittlicher, da haben wir irgendwie internationale Art und Weise unseren Ruhm oder unsere Bedeutung, lassen wir Ruhm weg, das ist nicht so wichtig, unsere Bedeutung als kunst- und kulturfördernde Stadt weltweit auch dokumentiert. Also es ist natürlich was anderes wie jetzt die aktuelle 40-Zentimeter-Wurst, nicht die Wittlicher Saalbrennerwurst, das ist ein anderes Anliegen, was man hier mit den Fenstern verfolgt. Aber das eine ist das eine, das andere ist das andere. Ne? Das andere hat auch seine Berechtigung und sorgt mit Sicherheit dafür, dass Wittlich in irgendeiner Form über seine Grenzen hinaus bekannt ist oder bekannt bleibt. Ja. Genauso wie die Säubrennerkirmes an sich. Richtig. Ja, ist ja auch bekannt. Fest. Ja. Ja. Ist halt also, nur eine andere Sparte, das muss man auch trennen. Das ist nochmal dieses Thema von eben. Gut, das wäre jetzt auch nochmal ein Thema für eine andere Sendung, dass man einfach, weil Kultur ist ja, denke ich, sowas Umfangreiches. Nein. Wenn man es undifferenziert. Da kommen Sie ja mit Ihren 60 Stunden da schon gar nicht mehr hin. Nee. Wenn man es undifferenziert, ist es alles. Ja. Ja, gut, klar, natürlich. Ja. Alles, also nur ganz kurz. Also man alles, auch von Menschen, alles, was von Menschen ausgeht, nennt man für eine Philosophie das sogenannte menschliche Handeln, was ja durch Bewusstsein gesteuert wird. Sie können selbst im unbewussten, alkoholisierten Zustand noch etwas wie Kultur produzieren. Mhm. Das wissen Sie wahrscheinlich wie jeder andere. Bloß das bezeichnet man als Kultur im Gegensatz zur Natur. Natur ist das, was ohne die Menschen geschieht. Mhm. Also deswegen ist das Problem, wenn man über Kultur redet, dass man eigentlich immer mit allem und jedem anfängt. Und dann ist es wichtig, doch zu sagen, was meinen wir eigentlich unter Kultur? Und das ist dann so schön, da haben wir hier wirklich, denke ich, noch einen langen, reichen Weg vor uns, darüber nachzudenken, was verstehen wir eigentlich unter einer Kulturarbeit? Ja, das ist natürlich ein weiter steiniger Weg wahrscheinlich, bis das jedem so klar ist, jedem so bewusst ist. Dieses Ziel werden Sie wohl kaum erreichen. Dann werde ich nicht so lange leben können. Ja, kommen wir vielleicht zur letzten Frage. Ja. Dass wir die Sendung dann damit ausklingen lassen. Was wünschen Sie sich denn für die Zukunft?
Ja, im Grunde genommen, dass man eigentlich nichts anderes macht, als den Erkenntnissen zu folgen, die einerseits die Kunst und Kultur bietet und uns ständig die Kinder vormachen. Offen zu sein, neugierig zu sein, sich einzulassen auf das andere, auf das Fremde und auf das Neue. Und zwar nicht, weil das so lustig ist oder weil das irgendwelchen aktuellen Event- und Kommerzialisierungsbedürfnissen entspricht, sondern die Mehrheit ist ja eher ängstlich vor dem Neuen, Fremden und anderen und reagiert mit Aggressionen, Abwehr. Wir kennen das Thema mit den Ausländern, wir kennen das aktuelle Thema mit der EU-Verfassung und vieles andere. Sondern wir brauchen einfach diese Offenheit, was die Kinder uns lehren, wenn wir die Zukunft nach vorne hin gestalten wollen. Und ich benutze da nur gerne ein sehr geistreiches Wort, ob das meinetwegen von dem Altbundespräsidenten Johannes Rau ist oder das eben von dem ehemaligen Ministerpräsidenten des Landes Rheinland-Pfalz, der Lothar Späth oder meinetwegen... Rheinland-Pfalz? Lothar ja, Späth war Baden-Württemberg. Ja, Baden-Württemberg meine ich mehr. Baden-Württemberg, ich war da noch in Baden-Württemberg, nicht Rheinland-Pfalz. Also der Lothar Späth aus Baden-Württemberg oder der Richard von Weizsäcker. Und das finden Sie dann genauso, damit wir jetzt wieder politisch korrekt sind, bei den Grünen. So, man muss einfach denen nur folgen, was die einfach sagen. Wir brauchen die Kunst und Kultur und vor allem die Qualifizierte als Zukunftsrohstoff und Potenzial, um unseren schwerfälligen Geist nicht nur zu öffnen und zu bewegen, sondern ihn für die Anforderungen von morgen schon heute gerecht zu machen, damit er geöffnet in der Lage ist, sich darauf einzulassen, was denn kommt. Und das ist eben das Besondere an Kunst und Kultur. Das erfinden sie leider nicht in anderen Bereichen. Da geht es immer sehr schnell um Ökonomisierung, Funktionalisierung und eben der Verzweckung und der Kommerzialisierung. Das brauchen wir natürlich auch. Mhm. Aber man darf eben die Zukunft nicht nur rein ökonomistisch sehen. Ein hervorragendes Schlusswort. Ja, haben Sie aber lange dran geübt. Nö, das ist in Ihnen drin, im Blut drin. Das ist ja, so in mir drin, weil das ist auch toll. Im Grunde genommen eine Standarderkenntnis. Also es ist ja keine Erfindung von mir. Ja, nee, man merkt auch, das hat man in dieser Sendung gesehen, aber bezüglich im persönlichen Kontakt, es ist eine Herzensangelegenheit. Es ist für Sie kein Job. Nein. Ja, es ist für Sie Berufung. Richtig. Ja, richtig. Ich danke Ihnen für dieses hervorragende Schlusswort. Ich danke Ihnen, dass Sie sich mir und den Zuschauern zur Verfügung gestellt haben, um eben mal einen kleinen Einblick in ihre Arbeit zu geben. Es war ein ganz kleiner. Ich denke, wer sich dafür interessiert, einen größeren Einblick zu bekommen, der kann ja gerne auf Sie zukommen. Man findet Sie im Alten Rathaus, man findet Sie im Georg-Meistermann-Museum, man findet Sie aber auch an vielen anderen Stellen, kulturellen Stellen, wie beispielsweise die Synagoge. Also es ist ja nicht nur, wie Sie das eben angemerkt haben, das Georg-Meistermann-Museum, was man Ihnen ja vielleicht immer ganz gerne vorwirft, ja, sondern man findet sie eigentlich überall in Wittlich, dort, wo Kultur ihren Platz hat. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute für die Zukunft, ja, und dass sich die Zahl von 60 Stunden vielleicht mal reduziert, damit Sie auch genügend Zeit haben, Ihren Akku wieder aufzuladen. Vielleicht nochmal ganz kurz, womit lädt ein Dr. Kalleen seinen Akku auf? Ganz herzlichen Dank für die Frage. Am liebsten da, wo es für die Sinne inspirierende Potenziale gibt. Und einer der schönsten, ist bestimmt nicht der schönste, aber einer der schönsten Orte von Wittlich, ist die Käsetheke von Bungert. Sie glauben ja gar nicht, welche Freude sich in meinem Auge, in meinem Herzen auftun, wenn ich diesen Reichtum dieser Käsevielfalt aus der Welt sehe. Und mir dann den besten Käse aussuchen zu dürfen, das ist ein Geschenk vom lieben Gott. Und da gehe ich so gerne hin und da lade ich mich gerne auf. Es gibt noch andere Stellen wirklich, aber... Ich wollte gerade sagen, ich durfte es selber mal erleben, dass Sie an einer Käsetheke in einem größeren Kaufhaus in Wittlich, weil wir dürfen ja keine Werbung machen, das machen wir ja auch nicht. Ja, weil es gibt ja eine Menge Käsetheken und es gibt eine Menge große Käsetheken und ich habe das selber mal erlebt, wenn das für Sie erquickend ist, mit dem, was danach erfolgt, das Kaufen selber ist ja zwar auch prickelnd, aber der Höhepunkt kommt ja dann später. Ne? Und ich darf immer probieren dann, das ist so göttlich. Ah ja, jetzt haben Sie eine richtige Werbung gemacht. Ab jetzt fangen die alle an und laufen dahin und probieren dann mal. Ne? Ja. Gut, aber wir wollen ja die Sendung irgendwann mal zum Ende bringen. Ne? Darf ich mich nur bei Ihnen bedanken für die Einladung, für diesen aktiven Beitrag von Ihnen, von offenem Kanal, mal was dazu beizutragen, diese Diskussion um die Kultur zu versachlichen, tatsächlich mal diese Facetten zu zeigen. Und dass das jetzt nicht, was leider aus meiner Sicht zu oft hier passiert, dass man so einseitig mit Unterstellungen konfrontiert wird, die ja nun nichts mit meiner Arbeit zu tun haben, sondern eher mit Negativfantasien,
freue mich sehr, dass Sie mir nicht nur die Gelegenheit gegeben haben, sondern dass Sie sich, sag mal, aus meiner Sicht so fein auf das Gespräch vorbereitet haben und so differenzierte, nuancierte Fragen gestellt haben. Bedauere nur, dass die Einzelantwort unter Umständen zu lang geworden ist, aber ich denke, Sie haben das dann korrigiert durch Ihres klugen und intervenierenden Fragen, dann wieder auch andere Fragen reinzubringen. Aber ganz herzlichen Dank einfach für Ihre Art, hier mir nicht nur die Möglichkeit zu bieten, sondern mit den Nuancen zu fragen. Gern geschehen. Das war für mich jetzt kein Problem. Das war für uns insgesamt kein Problem. Wie gesagt, dann bedarf ich mich bei Ihnen bedanken. Ich bedanke mich bei den Zuschauern dafür, dass Sie jetzt so lange ausgehalten haben. Wir wollten eigentlich, glaube ich, nur eine halbe Stunde, maximal eine Dreiviertelstunde. Es ist länger geworden, aber es ist ja bei den deutschen Unterhaltungssendungen ja auch Usus, dass man länger macht. Ja, und auf diesem Niveau wollten wir uns ja dann doch teilweise begeben. Von daher haben wir ein bisschen verlängert. Ich denke, der Zuschauer wird wohl dabei geblieben sein, hoffe ich, und holt eine Menge Informationen mit. Und vielleicht wird der eine oder andere Zuschauer, der diese Sendung gesehen hat und neugierig wurde, vielleicht auf den Herrn Dr. Kalin zugehen und sagen, ich habe Sie doch neulich im Fernsehen gesehen. Ja, und jetzt will ich mehr wissen. Ja, da sag ich die, nur, kommen dann zu Ihnen. Ja, sage ich nur ganz kurz. Es ist ja nur einem im deutschen Fernsehen gestattet, so maßlos zu überziehen. Das ist ja der Thomas Gott. Zwei. Ich kenne jetzt nur einen Thomas Gottschalk. Ich kenne Sie nicht. Als Überzieher. Warten Sie auf meine Point. Ach so, Entschuldigung. Ja. Warten Sie auf meine Point. Ja. Das ist ja ihm im öffentlichen Rundfunk gestattet, auch bei den Privaten. Sie sind der Zweite, dem es gestattet sein Dankeschön. Muss. Dankeschön. Ja. So, jetzt müssen wir aber doch langsam mal zu dem kommen, was wir vor einer Viertelstunde angekündigt haben, nämlich das Ende der Sendung. Wie gesagt, liebe Zuschauer, ich darf mich recht herzlich bei Ihnen bedanken für Ihr Interesse. Ich hoffe, Sie waren wirklich bis zum Schluss dabei geblieben. Wir machen natürlich weiter mit dieser Sendereihe. Als nächstes werden wir begrüßen den Herrn Albert Klein, den, ich denke, fast allen Zuschauern muss er bekannt sein. Er ist der erste Beigeordnete unserer Stadt. Um nochmal den Bogen zu spannen zu unserem Thema, er ist Vorsitzender des Fördervereins Georg-Meistermann-Museum. Er ist Initiator, Regisseur vom Stadtspiel, was freitags immer vor der Kirmes oder zur Kirmeseröffnung jetzt immer gespielt wird. Er hat so vielfältige Funktionen und vielleicht sind Sie ein bisschen neugierig darauf, was er uns alles zu erzählen hat von diesen Funktionen, von seiner Arbeit. Ich denke, er hat auch eine Menge Neuigkeiten dabei oder Dinge, die man so noch nicht weiß. Wie gesagt, einer unserer nächsten Gäste wird eben Albert Klein sein. Wir haben auch noch im Angebot, das können wir auch noch ankündigen, ist schon mehrmals angekündigt worden, musste aus verschiedenen Gründen leider verschoben werden, den Herrn Dr. Klaus Petri, mit dem wir mal so einen virtuellen Stadtrundgang machen. Wir werden dann mal wittlich von verschiedenen Seiten zeigen, wie Sie sie vielleicht noch nicht kennen. Und vielleicht schauen Sie dann nochmal zu, wenn es heißt, Hermann kommt und Hermann fragt nach. Dankeschön und tschüss.